erleben Sie nun mit uns den Blick in die Zukunft auf der Projektfläche von Next Generation AM. Es haben sich drei Firmen zusammengeschlossen, um ein Projekt nach vorne zu bringen. Und alle drei Firmen sind in dem, was sie tun, führend. Endlich wird diese Brücke geschlagen zwischen der Fertigung in der Luftfahrtindustrie in die Automobilproduktion. Und wie ich dann mitbekam, dass EOS da noch mit im Boot ist, dann kann man nur sagen, das perfekte Trio hat sich hier gefunden. Wir kommen ja von einer konkreten Problemstellung. Wir müssen die gesamte Prozesskette in ihren Kosten reduzieren. Und das schaffen wir nur über integrierte Systeme. Wir wollen größere Serien produzieren und wir wollen das mit dem Werkstoff Aluminium machen, was uns heute mit den bestehenden verfügbaren Anlagen so nicht möglich ist. Die große Herausforderung hier ist tatsächlich und die große Chance, mit einem Projektteam über mehrere Firmen verteilt, gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten, was ein Stück weit Zukunft sein wird. Wahrscheinlich eben auch nicht nur für unsere Industrie oder unsere Firma, sondern tatsächlich für die ganze Branche und auch für unser ganzes Land. Also definitiv ist es schon das Ziel, dass wir nicht diktieren, so sieht die Fabrik der Zukunft aus, sondern dass wir Feedback holen. Wir zusammenarbeiten mit den anderen Partnern, mit anderen Technologien, um da wirklich einen gemeinsamen Nenner zu finden, wie man sich am besten integriert. Well, it's an exciting time to see these customers of the machines, materials and services together with the producers of the machines, materials and producers, because they can benefit from one another. Wir sind überzeugt, in einem Jahr wirklich dann die Ziele zumindest bewerten zu können und hoffentlich dann auch erreicht und erfüllt zu haben. Es ist heute auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, in diesen Markt zu investieren, weil diese Volumina werden wachsen. In dem Maße, wie die Technologie schneller wird, die Kosten werden runtergehen. Und ich kann Ihnen nur sagen, sehen Sie sich diese Technologie an. Wir glauben, dass es eben nicht bei dieser einen Maschine bleibt, die vollständig konfiguriert ist, sondern wir glauben eben an die Modularität, an das Thema Integration und wir glauben an die Zusammenarbeit mit Partnern. Diese Factory of the Future soll eben genau diese Vision der digitalen Fertigung abbilden. Letztendlich ist es der Beginn einer Serie, die sich dann wahrscheinlich sehr schnell beschleunigen wird.